Mich hat gerade ein so tolles Paket erreicht. Ich habe mich richtig gefreut. Christina, eine Zuschauerin, ein Wildnis-Fan offensichtlich, hat mir diese wunderschönen Dinge geschickt. Und es ist so perfekt, weil ich brauche dringend neuen Tee. Ich trinke mit sehr viel Tee und habe ja, fest auf meiner Liste gehabt, nochmal neuen Tee zu besorgen. Also richtig, richtig cool. Oh, Honig, Salz, Mandel, das wird mein Tod. Ich liebe es jetzt schon. Dieses ist so hübsch. Oh, ja, gut. Wer Wildnis guckt, weiß, wie sehr ich auf schicke Taschentuchspender stehe. Und dieser Block ist auch so wunder, wunder, wunderschön. Die Karte sowieso und der Text, der hinten drauf steht auch. Ich habe mich richtig, richtig doll gefreut. Das hat mir jetzt absolut den Tag versüßt. Also so ein richtiger Moment, wo man so dachte, oh, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich. Und auch für alle, die so nett unter den Wildnis-Videos kommentiert haben, das ja, lese ich mir die Tage immer wieder, jeden Tag in der Pause so ein bisschen durch und versuche auch zu antworten. Ganz toll. Und ja, wie gesagt, das hier. Dankeschön. Nicht so cool ist das hier. Ich musste meinen gesamten Strumpf wieder aufwirbelribbeln. Also zum einen, ich muss endlich mal anfangen, den Anleitungen im Internet zu trauen. Oh Gott, was ist jetzt denn hier so? Ich hatte zu wenig Maschen aufgenommen. Da stand 80 und das fand ich total unrealistisch. Aber das Muster macht den Strumpf tatsächlich deutlich enger und deswegen war es richtig. Und ich hatte gestern sogar schon die Ferse und alles fertig und musste jetzt alles wieder aufmachen. Oh, hier ist mein Labello. Ich hatte ihn schon gesucht. Dann ein Update zu meinem Wasserspender. Es funktioniert tatsächlich sehr gut. Allerdings trinkt man auch sehr viel Tee. Deswegen wird es dann etwas schwierig, immer mein Pensum hier einzuhalten, weil dann würde ich irgendwann platzen. Mach mir jetzt gerade so einen Tee und A, bin ich gerade total schockiert und erstaunt, dass man den tatsächlich bis zu 15 Minuten ziehen lassen kann. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und B, ist das eine so geniale Sorte. Ich meine, was ist denn bitte genialer als Rose, Kamille und Lavendel? Das ist, als hätte man den für mich gemacht. Also, Christina, nochmal herzlichen Dank. Oh mein Gott, also, das gleich. Wenn ich das letzte Mal einen Rollkragenpulli getragen habe, ich tue mich gerade etwas schwer, auch mit den Schuhen. Ich habe hier heute so richtige Arbeiterstiefel an. Und irgendwie ist alles hart und drückt. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich mache mich gerade fertig. Ich bin auch schon, glaube ich, ein bisschen spät dran. Es geht heute in die Wildnis. Arbeitsdienst. Und ja, ich muss noch ganz viel vorbereiten gleich. Also ich werde mal einen Tee machen. Ich muss noch meine Sachen einpacken und Dings. Und Überraschung, ich konnte nicht gut schlafen. Ich glaube, ich habe irgendwie 3 oder 4 Stunden höchstens geschlafen und ich verstehe immer nicht, warum. Es ist immer an Nächten oder in Nächten vor einem Tag, wo ich aufstehen muss, in Anführungszeichen, also wo ich einen festen Termin morgens habe. Und irgendwie aus irgendeinem Grund kann ich dann nicht schlafen, was total lächerlich ist, weil ich mich heute einfach nur mit meiner Großmutter und meiner Mutter treffe. Es gibt also keinen Grund, aufgeregt zu sein und ich weiß überhaupt nicht, was es soll. Naja, ich gehe mal gleich los und ich nehme euch natürlich mit. Ja. Eigentlich stehe ich total auf Laubhaken, wenn man immer so den Fortschritt sieht, so hier, ah, cool. Und dann, naja, ich arbeite mich so vor. Eigentlich finde ich das total super, aber es macht halt Blasen und es ist mega anstrengend und ich bin es ja nicht gewöhnt. Und morgen werde ich so Muskelkater haben und morgen hat mein Freund Geburtstag. Also ich überlege, dass ich vor nicht mal 2 Monaten noch hinter diesen Holzklappen hier geschlafen habe und morgens immer hierher geguckt habe. Und jetzt ist hier der totale Herbst ausgebrochen und alles ist blättrig.
Opala, sag ich mal, weil da mehr Kiefern rein ist, ne? Aber was bist du denn bitte für einer? Okay. Naja, ich bin dann mal weg. Kannst du hier die Schraube festdrehen? Es gab, jetzt ist es nämlich wieder, es flackert hier so, weil das hat einen Wackelkontakt. Und wenn ich das hier ein bisschen andrücke, flackert es nicht mehr. Das heißt, ich muss unbedingt hier irgendwie mal nochmal fester drehen. So krass, da ist man mal 8 Wochen nicht hier und schon sieht es im Badezimmer aus, als hätte es hier gesponnen. Ja, ich glaube, das geht jetzt wieder. Also zumindest flackert das Licht nicht mehr, also sollte der Wackelkontakt da... Es war tatsächlich eins richtig rausgerutscht, aber das war auch ganz schwer wieder reinzukriegen. Da hinten ist irgendwie die Klemme verbogen. Naja, mal gucken. Oh, nächstes Jahr wird es hier cool. So, das war der Pflichtteil hier. Mir blutet ja das Herz, wenn ich das sehe. Es lässt sich ja nicht verhindern, aber wie das hier aussieht, alles voller Gartentrampeldreck in meiner schönen Küche. Oh, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich das vermisse. Es ist echt, das ist jedes Jahr so ein merkwürdiges Gefühl, hierher zu kommen im Herbst. Es ist wie, ich weiß auch nicht, oh, ich habe mir lange nicht ins Spiel geguckt. Wahrscheinlich bin ich voller, meine Mascara ist schon mal verrutscht. Apropos verrutscht, dieser Concealer ist der Hammer. Also das ist der Hammer, das ist das Beste, was ich je angeschafft habe. Make-up-technisch nur zur Info nebenbei. Ja, was soll ich sagen? Genau, es ist sehr, 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 sehr komisch hier zu sein im Herbst. Also vor allem, wenn man sich das jetzt hier so anguckt, dass hier die ganzen Gartenmöbel drin stehen und der Tisch steht jetzt hier drin, der eigentlich draußen steht. Es ist irgendwie, mein ganzes Wohnzimmer ist ruiniert. Aber andererseits ist es auch so schön, gerade an so einem sonnigen Tag wie heute, die Wildnis mal in diesem Herbst zu sehen. Im Winter ist es dann richtig schlimm, wenn hier alles tot ist und nichts mehr grün ist und alles nur noch matschig. Oh. Was auch irgendwie faszinierend ist, ist die Erinnerung, die ich neuerdings mit der Wildnis verbinde. Mein Leben lang waren das meine Kindheitserinnerungen. Also ich wusste da, an dem Pfahl haben wir ein Seil angebunden und einen Bollerwagen gezogen, Opa und ich. Und da hinten hatte ich meinen Erbsengarten und solche Dinge halt. Und seitdem ich euch mit in die Wildnis nehme, sind da ganz neue Erinnerungen dazu gekommen. Natürlich hier zum einen direkt hier dieser Platz, wo ich mit BOD das Fotoshooting hatte. Oh, es ist ein bisschen windig, ne? Das ist, ne, wenn ich jetzt hier das Laub hake, denke ich immer an diesen Tag, wo wir das Fotoshooting gemacht haben, weil ich so erkältet war. Und dass dann auf den Buchmessen die Wildnis am Stand überlebensgroß war als Foto und solche Dinge halt. Und auch all die anderen Sachen, die ich mit euch zusammen erst hier erlebt habe. Also dieses Grundstück darf niemals verkauft werden, weil das ist nicht nur noch Kindheitserinnerungen inzwischen, das ist mein ganzes Leben hier irgendwie. Nicht zuletzt die Bücher, die hier geschrieben wurden. Okay, jetzt wird es zu windig. Jetzt habe ich 2 schöne Stöckchen für unsere extrem schnell wachsenden Italien-Ableger. Mal gucken, dass die sich dran entlang hangeln können. So, zurück in der Zivilisation. Lange nicht gesagt. Ich glänze irgendwie wie Hulle, weil ich ja nun heute den ganzen Tag da Gartenarbeit gemacht habe. Ich kann auch nichts dagegen unternehmen, weil ich gerade was auf die Nägel geschmiert habe. Und zwar suche ich momentan, leider gab es das heute bei Butmi, waren wir nicht, irgendwas für die Nägel, was kein Lack ist, was die Nägel aber aufhält und pflegt. Also ich will, dass das einfach in den Nagel einzieht und was Gutes damit macht, aber ich möchte nicht das irgendwie ablackieren müssen oder irgendwie, ja, also es ist so. Und das hatte ich früher mal, glaube ich, von Art Deco. Das war eher wie so ein Wasser, also so, als wenn man Zitronensaft drauf macht. Aber es war auch pflegen und das habe ich irgendwie bisher nicht wiedergefunden. Jetzt habe ich 2 verschiedene Sachen gekauft, eins von Essie und eins von Catrice, was beides nicht das ist, was ich wollte, aber weil morgen 2 Mütter zu Gast sind hier, denn mein Freund hat ja Geburtstag, wollte ich wenigstens leidlich ordentliche Fingernägel haben, wenn auch nicht lackiert, also habe ich das jetzt einfach mal drauf geschmiert. Ansonsten habe ich vorhin bei Butni noch pflanzliche Haarfarben entdeckt und todesmutig mal 2 Sorten mitgenommen. Bei dem Licht und mit dem Bildschirmflimmern ist das jetzt eh schwierig zu zeigen, aber das hier ist ein Flammrot und das hier ein Bronze. Das ist eigentlich eher für blonde und bis maximal mittelblonde Haare geeignet und das hier noch bis mittelbraun. Das heißt, eigentlich funktioniert das für mich nicht, aber das ist mir eigentlich zu dunkel.
Und ich dachte, ich nehme jetzt einfach mal, ich hoffe, man kann das einzeln so ein bisschen anmischen und muss dann nicht gleich die ganze Packung wegschmeißen. Ich mache es mal an der Strähne und gucke, was mit meinem Haar passiert. Weil ich dann ja weiß, ob das auch ohne Blondierung einen Ton ergibt, der mich glücklich machen würde. Ich fürchte nicht. Mein Problem ist halt einfach, also ich meine, ich färbe ja nun Haare, seit ich 11 bin, und ich habe ja wirklich keine Probleme damit, Haare zu färben. Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass ich seit, glaube ich, einem Jahr dann nichts mitgemacht habe. Und aufgrund der Keratin-Sache habe ich ja auch tatsächlich nur super pflanzliche, schonende Shampoos benutzt und bin so glücklich mit meinen wunderbar gesunden Haaren, die ja auch wieder meine echte Haarfarbe sind, mir richtig gut gefallen. Also klingt unlogisch, dass ich dann färben will. Was ich damit meine ist, ich möchte nichts machen, was ich permanent erhalten muss, so wie blondieren, wo man immer den Ansatz färben muss und so weiter. Und ich möchte keine Chemie da reinklatschen. Also ist pflanzliche Haarfarbe eigentlich eine gute Idee, aber es soll halt auch einen Effekt haben, der mich sehr glücklich macht. Und ich stelle mir halt ein richtig sattes, kräftiges, schon krasses Rot, aber nicht so ein Kirsch- oder Auberginenrot, sondern so ein richtiges Karottenrot vor. Aber nicht so hell, wie ich das sonst mache, weil dafür müsste man ja blondieren, aber eben schon deutlich sichtbar. Und ich glaube, das wird nicht funktionieren bei meiner aktuellen, so dunkel, wie ich gerade bin. Aber ich möchte es mal, ich probiere es mal aus. Lasst es euch wissen, wie das Ganze geendet ist. Und jetzt bestellen wir uns was zu essen. Und dann muss ich unbedingt, jetzt war ich ja den ganzen Tag unterwegs, unbedingt ein bisschen noch hier putzen. Denn wenn zwei Mütter hier auflaufen, fühle ich mich immer wohler, wenn ich so ein bisschen noch, ich habe gestern schon gesaut und so, aber ich muss noch ein bisschen aufräumen und so Sachen tun. Und besonders freue ich mich auf die Bescherung. Ich liebe es. Ich freue mich so, wenn mein Freund seine Geschenke kriegt. Das machen wir immer an dem Abend. Also er wird ja praktisch um 0 Uhr, hat er dann ja schon Geburtstag, und dann kriegt er immer meine Geschenke und dann erst an seinem eigentlichen Geburtstag oder wann auch immer wir irgendwo hinfahren zur Familie oder so, dann den Rest. Ich meine, der Mann ist auch keine 15, sondern schon ein bisschen älter. Der kriegt jetzt auch nicht von jeder Onkel- und Tantengeschichte noch Geschenke, aber von Muttern ja schon. Ja, und deswegen, wir machen das immer unter uns aus am Tag vorher, und da freue ich mich heute schon drauf, weil ich habe ein ganz gutes Gefühl bei meinen Geschenken. Sie kommen alle von Herzen und das sind auch, ja, glaube ich, ganz nette Ideen. Hoffentlich gefällt ihm das alles.